Schick oder Geschick? Schick und Geschick. Okay, geschickt ist nicht so. Eher schick. Oder? So, los geht's. Alter, da vorne. Alter, wieso haben die so viel Vorsprung? Perfektes Nitro. Einmal reingeballert. So, lass mich hier geschickt überholen. So, eigentlich wollte ich ein Rennen machen, dabei ein bisschen driften wegen der Challenge. Alter, der BMW da vorne sieht auch ganz schön breit aus. So, wow, das war geschickt. Nee, eigentlich war es Glück, aber egal. So, oh ja, schöner Drift, ja. Perfekt, das Nitro einmal rein. So, oh. Aber irgendwie fahren sie mir gerade wieder so ein bisschen davon. Die haben halt, glaube ich, bessere Karren. Das ist schon halt auch ein bisschen mies. So, ja, genau. Alter, wie viel Glück habe ich in dem Rennen jetzt? Sonst hätte ich schon 5 Unfälle gehabt, aber irgendwie in dem Rennen bin ich ganz schön geschickt. So, lass mich. Uiuiuiui. Ganz knapp vorbei. So, komm. Weg da, weg da, weg da. Ah, verdammt. Aber überholt. Okay, gerade so einmal. Uiuiui, nein, nicht überholt. Nein. Ich war vorne. Ich war vorne. Einmal meine Platzierung. Klebt mir da hinten. So, aber gedriftet habe ich noch nicht so viel, oder? Das war eigentlich das... Oh, die Cops. Oh, ui, ich habe ihn berührt. Okay. Moment, ich habe hier sogar noch Donuts. Einmal umdrehen. Da drüben haben wir... Oh, da ist die Polizeistation. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, dreh dich einmal. Und dann einmal zu dem Autoteil hier rüber. Alter, ein Foto haben wir auch. Was geht hier ab? Hier war ich, glaube irgendwie noch gar nicht groß. Lauter Sachen. Moment, ich gehe einmal durch die Tanke, damit wir ein schönes Auto haben. Und dann können wir einmal das Foto machen. So, einmal das Foto. Okay, ein bisschen falsch hingedreht. Aber doch ganz okay. So, hier hinten in der Waschanlage. Nein, doch nicht in der Waschanlage. Moment. Einmal hier rein. Da haben wir das Autoteil versteckt. Ja, aber hier bin ich doch schon ein paar Mal vorbeigefahren, oder? Eigentlich schon. Deshalb wundert es mich gerade schon so ein bisschen. So, gedriftet haben wir noch nicht so viel. Sieht man leider nicht, wie viel es ist, aber... Dann fahren wir halt noch eine Runde irgendwo hin. Oder habe ich einen falschen Wagen? Da, Tageschallenge erfüllt. Okay, einmal noch hier um die Ecke gefahren. Sehr schön. So, wegen den Verfolgungen, ja, schauen wir halt, ob das so nebenbei mal passiert. So, dann gehen wir wieder zurück in die Garage wegen einem anderen Wagen. So, nun müssen wir jetzt einen Wagen kaufen, der cool ist und nicht so viel PS hat. Ich glaube, unser Challenger, der ist ein bisschen leicht drüber mit 700 irgendwas PS. Der Porsche weiß ich gar nicht, wie viel er hat, aber ich denke, er hat um einiges mehr. Wir können mal einfach so aus Spaß mal reinschauen. Aber... Oh. Kann ich hier irgendwie gar nicht richtig sehen. Oder habe ich hier irgendwie... Nee, kann ich irgendwie gar nicht reinschauen richtig. Aber irgendwo muss es doch theoretisch dran stehen. So, Moment. Oh, wir haben auch nur noch einen Platz eigentlich frei. Was passiert dann? Den Wagen habe ich noch gar nicht gesehen. Oder nicht beachtet. Boah, aber so ein alter Golf wäre auch geil. Den könnte man sicherlich auch cool tunen. Wobei, schade, schon ein so glaubt. Ein Zweier wäre noch cooler gewesen. So, Mazda. Hier sieht man es eigentlich auch gar nicht, wie viel PS die haben. Eigentlich kann ich hier umschalten, gell? Der hat halt auch schon 160 fast. Was hat der? 108, ja. Aber so... Alter, Honda Civic 200 PS? Geht bei dem. Der wäre schon drüber. Das habe ich mir überlegt. Den Supra zum Beispiel. Auf viel Tune können wir da dann nichts. Aber... wäre an sich schon cool. Jetzt kommen wohl eher die Autos, die eh schon drüber sind. Wobei, der wäre jetzt noch ein bisschen drunter. Der Subaru ja an sich ja auch, aber naja. Der neue Mazda, nicht so. Der S2000 wäre eigentlich auch ganz cool, aber der ist halt sehr knapp dran. Ah, der Lancer ist schon wieder drüber. Ich würde sagen... ich weiß nicht. Toyota Supra oder der Golf? Da können wir halt, glaube ich, richtig viel machen, aber ich glaube, ich nehme mal den Supra. Da müssen wir halt schauen, dass wir nicht zu viel reintunen. Oder zumindest mal für das eine Event zumindest mal nicht zu viel reintunen. So, wir nehmen den. Schauen mal so ein bisschen. Wegen Farbe und so. Ich mache mal erst ein bisschen, schau mal, was wir alles hinmachen können. So, Fahrzeuglage machen wir erst mal am Schluss ein bisschen. Die Spoilerlippe auch. Fangen wir mal vorne an. So, sieht ja schon mal ganz schick aus. Ah, das sieht schon besser aus, finde ich. Das soll ich einmal nehmen. Da kann man dann theoretisch keine Lippe mehr machen. Denke ich jetzt mal, oder? Alles inkompatibel, natürlich. Weil der Frontstoßstänger, Stänger, sage ich schon, das eh schon integriert hat. Hier kann man nichts machen, Licht kann man auch nichts machen. Okay, Felgen sollte man natürlich auch noch machen. So, oh, das sieht natürlich auch sehr nett aus. So, wenn wir das hier drüben machen, macht es das da drüben auch automatisch. Okay. Okay, wäre ein bisschen komisch, wenn es auf der einen Seite gemacht wird oder auf der anderen, aber nicht. Spiegel hatten wir bis jetzt eigentlich auch noch nie. Das sieht natürlich auch noch ein bisschen netter aus. So, Schweller. Finde ich jetzt gar nicht so besonders, aber er kommt halt vom Aussehen her, als würde er tiefer liegen. Deshalb machen wir das mal rein. So teuer ist eigentlich auch gar nicht. So hier. Ah, der geht hinten noch so ein bisschen weiter runter. Aber leider gibt's nicht mehr. So, Heckleuchten können wir sogar was ändern. Ich weiß nicht, das von Toyota Supra ist halt so klassisch, aber das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Machen wir das mal rein. So, die Felgen, Kofferraumdeckel, keine Teile, Spoiler, Soundsystem. Ich weiß nicht, was macht es von Unterschied? Bauen wir einfach mal ein. Vielleicht hört sich dann irgendwie besser an. So, Nummernschild. Nummernschild. Doch. Oh, wir können jetzt sogar auch den Rahmen ändern und glaube sogar die Farbe oder den Hintergrund. Okay. Ich hatte natürlich die Frage, es sollte auch ein bisschen dann zum Wagen passen. Deshalb lassen wir da mal ein bisschen Standard. Den Rahmen. Haters gonna hate. Okay. Eigentlich auch ganz cool alles. Lassen wir aber auch immer noch Standard. Ich wollte eigentlich einmal Supra reinschreiben. Wie kann man groß machen? Groß machen. So. Okay. Einmal Supra. Hat's genommen. Sehr schön. So, dann machen wir hier mal weiter. Sieht gar nicht so besonders aus. Ich hätte gedacht, es geht vielleicht ein bisschen weiter runter oder so. Bauen wir mal ein. Bisschen besser wie der Standard, aber... Hätte ich jetzt mir ehrlich gesagt mehr erhofft. So, hier. Da muss so ein richtig fetter hin. Alter. Okay, nee, nee. Okay, so richtige Riesendinger. Das sieht immer komisch aus. Das sieht natürlich noch komischer aus. Oh, soll ich jetzt den da nehmen? Oder den hier? Schauen wir mal den da rein. So ein richtig fettes Rohr einfach hin. Also da wird sicherlich so eine fette Flamme rauskommen. So, an sich haben wir jetzt alles bis auf die Räder, Motorhaube. Auf dem Dach kann ich nichts machen, gell? Und hier gibt es natürlich noch Bodykit. Kann ich hier aber gar nicht ganz anschauen, leider. Finde ich ein bisschen schade. Dann lassen wir mal den Standard, also das, was ich jetzt mal reingenommen habe. So, was haben wir? Felgen, Reifen, Bremssättel, Bremsscheiben. Okay, Alter, da kann man so richtig viel machen. So richtig fett viel. So, die Farben können wir natürlich auch noch ändern. Schon die Frage, bleiben die Felgen, sag ich mal, relativ gleich bei den Wagen oder kann es sein, dass es verschiedene sind bei den ganzen Wagen? Ja, das sieht eigentlich schon mal ganz interessant aus. Zumindest mal passend vor den Supra. Und auch mit den Größen, ich denke, die kann man auch selber anpassen. Oder? Der war doch schon mal da. War der jetzt halt größer? Ich glaube, das geht auch so ein bisschen nach der Größe. Oder? Ne, jetzt kommt er nicht mehr den, wo ich haben wollte. Ah, da sind aber auch ein paar drin. Wobei der eigentlich auch richtig fett aussieht. Aber ich finde, zu dem Wagen passt er nicht so ganz. Aber das Gold ist halt natürlich auch wieder so eine Sache. Aber eigentlich kann man die Farben ja, glaube ich, noch ändern. Wobei das eigentlich auch ist. Ah, wohl, nee. Den fand ich fast besser. So, natürlich die Farben kann man dann natürlich hier noch irgendwie ändern. Würde ich aber fast noch so ein bisschen lassen. Weil ich ja noch nicht ganz fertig bin mit dem Wagen. So, und hier kann man die Größe machen, natürlich. Groß natürlich. So, Bremszettel natürlich auch. Können wir noch schauen. Bremsscheiben. Ich sehe da gerade eigentlich gar nichts. Aber egal. Und jetzt habe ich tatsächlich einen Reifen gemacht. Kann ich das nicht irgendwie auf ein... Ah, ne, ich habe die Vorderreifen nur gemacht. Okay, natürlich cool wegen der Größe dann, wenn man hinten zum Beispiel einen größeren machen kann, aber an sich jetzt auch so ein bisschen bescheuert, weil ich jetzt ja, hier nochmal genau den gleichen raussuchen darf. Ich glaube, das war der zweite. Weil der da... Walkmaster S1... Bei dem ist noch ein bisschen was, ein Ticken anders. Den halt, ich glaube, Walkmeister Deepfish. Moment mal, der schwächt da hinten, oder? Ah. Warte mal. Der geht, glaube ich, nicht so weit nach hinten. Kann es sein? Da wäre der eher vorne gedacht. Aber egal, ich mache jetzt einfach zweimal die gleichen rein. Einmal hier. So, Farbe bleibt er natürlich noch. Größe groß. Wobei so ein Supra in Rot sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Oh, ich weiß nicht, soll ich hier vielleicht noch andere reinmachen? Ich weiß nicht, vielleicht die ersten... Da vielleicht. Schauen wir mal ganz kurz. Wie viel das ausmacht. Guck, es macht schon ein bisschen was aus. Die hinteren sind jetzt viel tiefer drin. Sieht sogar, finde ich, fast besser aus. So, die Frage ist natürlich halt nur, in welcher Farbe ich den Wagen machen soll. Da gibt es so viele Farben an sich eigentlich. Rot ist okay. So ein Giftgrünartiges wäre ganz cool. Das ist natürlich immer so eine Frage. So, und nehmen wir das damit rein. Irgendwie so vorgefertigte Sachen gibt es, glaube ich, nicht, gell? Bibliothek. Das ist wohl nur das... Ah, im Trend. Einfach weiß. Da sehen eigentlich die goldenen Felgen dann auch ganz cool aus. So sieht er eigentlich auch ganz... Oh. Ja, ohne die Folien. Eigentlich rein die Farbe sah eigentlich auch ganz cool aus. Oha. Ziemlich bunt an sich, aber auch interessant. In einer gewissen Weise. Aber dafür sieht man die ganzen Details am Auto eigentlich nicht. Bei dem auch. Die sind irgendwie so ein bisschen zu dunkel fast. So, hier orange. Ja, obwohl orange eigentlich auch ganz schick war. So, was haben wir da noch im Trend? Neueste, beliebteste. Komisch, weil sie alle in orange. Okay. Wobei, ehrlich gesagt, in orange sieht er gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt können wir hier auf vergebene, vorgegebene. Okay, die sind vom Spiel dann drin. Hm. Weil das Gelb eigentlich auch schon wieder ein bisschen was hat. Ich glaube, ich nehme mal so. Und was mir noch aufgefallen ist, wir haben den Heckspoiler noch gar nicht gemacht. Da können wir noch reinschauen. Wobei der Standard-Heckspoiler eigentlich auch ganz gut aussieht. So ein Riesending. Wobei der jetzt eigentlich gar nicht so schlecht ist. Dass sie immer so groß sind. Ich weiß nicht, soll ich den nehmen oder Standard lassen? Ich lasse den Standard eigentlich mal drin. Finde ich an sich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Die Felgen... Ich bin ja am Überlegen, sie gelb oder schwarz vielleicht zu machen. Gold finde ich jetzt passt gar nicht so groß dazu. Gelb wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu extrem, aber so schwarz. Ja, schwarz könnte, glaube ich, ganz gut sein. So. Bremszettel können wir auch noch schauen. Ach so, Reifen war das da? Nee. Können wir mal so lassen. So, wir wollten eigentlich so ein bisschen schwarz oder vielleicht auch so leicht grau. Dass man sie so ein bisschen sieht. Hier einmal. An hintere Felgen anbringen, an allen. Ja, so wäre das eine Mal auch ganz cool gewesen. Aber das mit den Felgen machen konnte. Vorne und hinten gleichzeitig. So, Bremszettel, das Rot, ich weiß nicht, das sticht so ein bisschen. Blau auch, Gelb. Gelb natürlich. Nimmer extra groß. Extra große Bremszettel, Typ 2. Ich glaube, die machen leistungstechnisch nicht so viel aus, weil wir im Optik-Tuning gerade drin sind. So, hier brauchen wir einmal die Bremszettel. Da hat man den ersten, oder? Doch, den ersten war es eigentlich. Weil die ein bisschen billiger sind. So sieht es doch mal ganz nett aus. Jo, okay. Und was fehlt jetzt noch? Eigentlich haben wir noch nicht tiefer gelegt, gell? Darf man auch noch machen. Fahrzeuglage war hier vorne. So, machen wir ganz runter. Vorne Winkel. Die nehmen wir ein bisschen raus. Hinten nehmen wir noch weiter raus. Sturz lassen wir mal. Und dann passt es so. So, wegen... Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wie viel macht eigentlich wohl Nitro? Nitro. Hier einmal. Macht, glaube ich, gar nicht so viel. Nur Drehmoment geht ein bisschen nach oben. Hier zählt Nitro E. Okay, machen wir das mal rein. Ah, kann ich noch nicht. Zeit Nitro Aktion. Einmal das hier. So, und was für mich eigentlich noch ganz cool wäre, wäre vielleicht ein Turbo rein. Irgendwo habe ich es gesehen. Hier einmal ein Turbolader. Aber da ist schon dann zu krass. Jo, oh, 3 PS zu viel. Ich schaue gerade so ein bisschen durch. Wir dürfen vor die Mission keinen Turbolader reinmachen. Das ist natürlich sehr mies. Dann schauen wir mal ein bisschen beim Motorblock rein. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Hier, 249, oder? Sind wir eigentlich 1 PS noch drunter. Sie ist ja kleiner wie 250, also müsste es sogar noch ganz gut passen. So, dann würde ich mal sagen, im nächsten Part, ja, testen wir den ganzen mal hier.